Ja, meine Damen und Herren, wir sind heute auf einem Symposium in Salzburg, die Welt in Resonanz. Ein hochinteressantes Zusammentreffen von Wissenschaftlern, Forschern, von Ärzten, gestaltet von der Firma GeoWave. Und ein Fachmann in Österreich, der darf auf so einem Symposium nicht fehlen. Ich freue mich, neben mir Professor Dr. Herbert Klima zu begrüßen. Dr. Klima ist Atomphysiker, jetzt schon im Ruhestand und sicher einer der profiliertesten Kenner der physikalischen Szene und der Physik in Österreich, aber auch Philosoph. Philosophie und Physik waren immer schon verbunden. Große Entdeckungen in der Physik sind von Menschen gemacht worden, die sich mit grundlegenden Fragen beschäftigt haben. Zum Beispiel Newton war ein Philosoph. Er hat seine Arbeit auch bezeichnet als mathematische Analysen der Naturphilosophie. Oder Leibniz war ein großer Naturphilosoph, der die Grundlagen für das Prinzip der kleinsten Wirkung geliefert hat. Das heißt, wenn man wirklich an die Fundamente unserer Natur geht, dann kann man gar nicht anders, als sich mit Fragen der Philosophie zu befassen. Was ich ja weiß, Newton war ja nicht nur ein Physiker, er war ja auch Alchemist und sich mit diesen Dingen beschäftigt, oder? Ich würde sagen, dass am Ende des Mittelalters und mit dem Beginn der Neuzeit die Gedanken der Alchemie noch stark vorhanden waren und dass also das Beschäftigen damit nicht nur Newton tat, sondern zum Beispiel auch Leibniz. Auch Leibniz, er war sogar einige Zeit Sekretär einer so ähnlichen Gesellschaft, die sich auch mit Fragen der Alchemie befasste. Das hängt damit zusammen, dass die grundlegenden Fragen, die in der Alchemie gestellt wurden, nämlich die Fragen des Zusammenhangs zwischen Mikro- und Makrokosmos, wesentliche Fragen sind. Und es ist unsere Aufgabe heute, wo also unsere Erde wie ein Punkt wird und sie so als Mikrokosmos im Makrokosmos unserer Galaxis darstellt, wieder aufzugreifen und damit Fragen der Ganzheit, des Hollon anzugehen. Und wir haben eine eigene Methode, Gesinnung entwickelt, die wir Holosophie nennen, eine Gruppe von Ärzten, Wissenschaftlern, Chemikern, Physikern, Künstlern, Architekten. Diese Methode der Holosophie versucht genau diese Ganzheit auf einer analogen Denkweise in die Diskussion, die heute notwendig ist, in die Diskussion der Ganzheitsmedizin, in die Diskussion von ganzheitlicher biologischer Ernährung, in die Diskussion von der Bedeutung des Wassers für den Organismus, in die Diskussion von Erziehung in den Schulen, wo also vor allem auch dieser ganzheitliche, schöpferische, kreative Aspekt mit betrachtet werden soll, hineinkommen soll. Wir haben diese sogenannte Holosophie zur Grundlage einer Bewegung gemacht, die sich Ethik for Holistic Culture nennt, und diese Gruppe stellt sich zur Verfügung Institutionen, die Interesse haben, Probleme, die es in der Gegenwart gibt, ganzheitlich, wissenschaftlich, philosophisch, künstlerisch, aber auch mystisch zu betrachten und zu lösen. Also in einer Linie mit einem Gedankengut, glaube ich, von, nennen wir Namen einfach, Bund, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, David Bohm fällt mir ein, der mit Krishnamurti ein sensationelles Buch geschrieben hat, nicht? Und ein Name, den wir beide immer wieder diskutieren, heißt Ilya Prigozhin, Nobelpreisträger für Chemie. Und er hat ja von dem Bifurkationspunkt gesprochen. Ich glaube, den kann man auch im griechischen Drama mit dem Punkt der Katastrophe, den Wendepunkt, bezeichnen. Vielleicht noch ein paar Worte von dir für unsere Zuseher über den Bifurkationspunkt, den ja Ilya Prigozhin auch in lebenden Systemen gezeigt hat. Bifurkation meint, dass im Leben eines Menschen
im Dasein einer Gemeinschaft es immer wieder Entscheidungen gibt, die unvorhersehbar sind. Während normalerweise die Menschen sich vor solchen Entscheidungen fürchten, meint Prigozhin, es ist ganz einfach eine Chance für einen neuen Weg, für eine schöpferische Entwicklung. Und er war imstande zu zeigen, dass dies mit unseren Kenntnissen heute in der Naturwissenschaft, aber nicht nur in der Naturwissenschaft, auch in den Geisteswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften übereinstimmt, weil solche Entscheidungen immer wieder getroffen werden müssen. Was aber wichtig war und ihn wahrscheinlich einen bleibenden Wert in der Community of Investigators dieser Wissenschaft verschaffen wird, ist, dass er draufgekommen ist, dass man diese Methoden tatsächlich studieren kann, anwenden kann und dass sie, falls es zu solchen Entscheidungen kommt, mithelfen können, einen optimalen Weg in eine neue Zukunft, in eine schöpferische Zukunft zu finden. Wunderbar, das sind sehr, sehr schöne Worte, visionäre Worte für die Zukunft und ich hoffe und ich glaube, dass wir das auch schaffen werden. Davon bin ich ganz überzeugt. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben die Worte eines philosophischen Physikers gehört, Professor Dr. Herbert Klima. Und wenn Sie mehr davon wissen wollen, auch mit diesem Club EHC, der gegründet worden ist, bleiben Sie mit uns in Kontakt, schicken Sie uns einen Newsletter, schauen Sie ins TV Gesundheit hinein. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über solche Themen berichtet haben. Ba 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 ba